Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Ich habe mein Overlay ein bisschen in OBS angepasst. Ich habe die Subscriber Goal und Member Goal für Let's Plays jetzt wieder ausgeblendet. Kommen nur noch in Livestreams vor. Aber falls ihr mich unterstützen möchtet, unten links findet ihr den Link zu meinem Ko-fi-Account. Da könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben, in dem Sinne. So, wir beuten ja zum Postamt. Ne? Und gucken, was für Briefe wir jetzt haben. Nun, ich... Du hast Brief bekommen. Ach, du liebes bisschen. Von Guma. Hier, bitteschön. Lieber Gumbario, wie geht es meinem kleinen Gumbario? Uns geht es allen gut. Ich hoffe, dein Scanner hat sich schon oft als hilfreich erwiesen. Hat es. Schau doch mal wieder vorbei. Wir vermissen dich alle. Blablablab. Viel Glück, meine kleine Gumnuss. Ich denke oft an dich, Guma. So, dann einmal Bombett. Von Bruce. Liebesbrief. Liebesbrief. Hier bitte. Bombett, du musst zu mir zurückkehren, oh leicht entzündlicher Bombomb. Mein Herz wartet auf dich in Cooperheim. Es brennt wie eine Zündschnur. Ich werde dich für immer lieben. Selbst wenn du mich ablehnst, wird meine Liebe nicht vergehen. Wenn ich dich nicht bald sehe, werde ich ganz sicher explodieren. Also bitte, beeile dich. Du hast meine Leidenschaft entzündet. Komm zurück zu mir, meine Liebe. Dein Bruce. Ach, du liebes bisschen. Und von Butler. Na, Butler. An Lady Boo, bitte kehre so schnell wie möglich zurück. Ich kann die Vorstellung nicht ertragen, wie ihr euch in Gefahr begebt. Ich bin so in Sorge, dass ich nicht mehr schlafen kann. Als ihr mit Mario gegangen seid, habt ihr mir gesagt, ich solle euch nicht folgen. Doch jetzt bereue ich meinen Gehorsam. Ich hätte auf jeden Fall mitkommen und euch beschützen sollen. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, mir mit den anderen Buhus von den Sternen zu wünschen, dass ihr sicher wieder zurückkehrt. Bitte passt gut auf euch auf. Buhatla. Und dann noch ein Brief von Bat. Von Wuzipede. Liebe Bat, ich bin noch auf Achse, aber ich werde nie wieder ein Köder sein. Ich glaube, ich sollte eure Hilfe zu schätzen wissen. Dieser Brief ist mein Dank. Wir sind jetzt quitt, ja? Viel Glück bei dem, was ihr vorhabt, und wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen, dann stört mich nicht, ja? Okay, wir werden dich nie wieder stören. Das ist eigentlich gut, dass wir jetzt Watt haben, weil der kann mich paralysieren. Komm, dann gehen wir einmal kurz zu unser Haus, gucken, ob wir Briefe bekommen haben. Und dann geht es zurück in die Kanalisation. Idiot. Aber es müssen auch mal Filler-Folgen sein. Und da das sechste Kapitel eh hier stattfinden wird, denke ich mal, wird es eh nicht allzu schlimm sein. So, habe ich Brief gerecht? Hallo Luigi, schön, dass du singst. Ich habe hier eine Überraschung für dich. Oh Junge, es war ganz schön cool, so hoch oben herumzuhängen. Schöner Ausblick und so. Wie, ach nix, sag, woher hast du den coolen Hammer? Ich wette, du kannst jetzt sogar Gegner mit harten Schalen bekämpfen. Eventuell. Oder auch nicht. Mal schauen. Von Omelette und Colorado. Hallo Mario, ist auch regelmäßig? Du weißt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das Kochbuch, das du mir gegeben hast, ist wirklich praktisch. Ich kenne schon viele Rezepte, aber mit diesem Buch kann ich hunderte von neuen Gerichten zubereiten. Ich muss dir von meiner neuesten Kreation erzählen. Sie ist einzigartig. Man braucht dazu eine Feuerblume und ein Ei. Als ich sie das erste Mal zubereitet habe, war ich hin und weg. Vielleicht kann sie dir von Nutzen sein. Komm zu Besuch und bring die Zutaten mit. Und deswegen, liebe Leute, wisst ihr Bescheid. Colorado. Wie geht's dir, altes Haus?
Großartig, vermute ich. Ich wollte mich nur bei dir für die Sache mit dem Vulkan bedanken. Ich gehe natürlich davon aus, dass dir mein eigener heroischer Part im letzten Kapitel durchaus bewusst ist. Ich mache mir Sorgen um meine liebe Frau. Sie denkt sicher ständig daran, wie mutig ich mich den Gefahren stelle. Vielleicht sollte ich für einige Zeit nach Hause kommen. Hör doch mal auf eine Tasse Tee vorbei. Colorado. Muss was trinken. Ich verhaspel mich ja. Pausenlos. Ah, bevor wir in den Untergrund gehen. Und wer eh hier schon mal sind, brauche ich dann doch einmal Sushi wieder. Wir können doch hier schwimmen und da war ja doch ein Sternensplitter. Möchte ich mir gerne holen. Wir kommen auch zu einer Röhre. Mal gucken, was da drin ist. Stimmt, jede Menge Schätze. Hallöchen, jemand zu Hause? Oh, wir können jemanden aufwerten. Umbaru erlernt Multikopfnuss, dieser verursacht üble Kopfschmerzen. Er erlernt Feuerpanzer, den Gegnern brennt bald der Kittel. Er lernt Megabombe, hier bleibt kein Auge trocken. Valkyrie, Thor und Odin wurde dies gefallen. Oh, klar, was? Megaschock, kein Gegner rührt sich mehr. Ich glaube, ich nehme Megabombe. Bombett wurde in den Ultrarang aufgestuft, das ist doch schön. Wird vielleicht noch praktisch werden. Frag mich, ob man alle Partner auf den Ultrarang bringen kann oder es ab einem Moment gibt, wo man einen Partner nicht in den Ultrarang bringen kann. Ich glaube, das wird dann Paracarry, weil den habe ich bisher kaum genutzt. Wobei ich Cooper und auch nicht mehr so oft nutze. Sushi und Buhu haben echt gute Attacken drauf. Ich meine, Buhu mit ihrem Fächer. Warte, ich hole schon mal Gumbaro raus zum Skin. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass nochmal eine stärkere Version des Blubbers kommt. War doch immer so. Das war doch immer so. Warum soll das jetzt anders sein? Aber die Nase zuhalten, bitte. Andererseits war es dämlich von mir, weil ich brauche Sushi, um darüber zu kommen. Bin auch heute nicht der hellste Kerzenlicht auf der Torte. Blooper! Komm, dann kriegst du schon mal Schaden. Wo beginnt eigentlich sein Kopf? Komm, wir paralysieren den erstmal. Mal genug Zeit zum Scannen. Ohne dass wir Schaden nehmen. Das ist ein super Blooper. Wow, der ist ja riesig. Sicher der größte Blooper aller Zeiten. Maximaler KP 70, Angriffskraft 5, Verteidigung 0.
Glaub mir, seine Größe entspricht seiner Kraft. Wenn er zornig wird, läuft er rot an und seine Kraft steigt. Manchmal bringt er auch Blooper-Babys hervor. Sei gewappnet, Mario. Jetzt geht es um die Wurst. Es geht um die Wurst. Machen aber guten Schaden. So, kriegst du erstmal eine Ohrfeige. Guck mal, 30 KP hat er ja schon weg. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, das zu blocken. Aber nehme ich zur Kenntnis. So schwer ist er jetzt nicht mehr mit unserer Angriffskraft. Oh, wie süß. Möchte ich sie scannen? Eher nicht. Weil eigentlich müsste ich das. Ah ja. Man muss nicht alles scannen. So, und dann einmal springen und springen. Ist der Gebärd nochmal. Ich mach 6 der 8. Was kriegen wir hin? Also Mario macht 8 und unser lieber Buhu macht nun mal nochmal 6 Schaden. Boah, aber genau 25. Ich nehme Ordenpunkte. Das ist unsere Abkürzung zu Yoshi, ne? Genau. Und dann heilen wir uns einmal hoch. Na, gucken wir, wo es noch so hingeht im Untergrund. In der Kanalisation. Wir müssen noch die Sachen mit den Briefen weitermachen. Ich glaube, das machen wir nach dem 6. Kapitel. So, wir haben doch jetzt neue Ohrenpunkte, ne? So. Multisprung würde ich tatsächlich mitnehmen. Ich würde mal sagen, Ice Power kann erstmal raus. Dann nehme ich den BB Plus mit. Dann habe ich immer noch 1. Befindet sich in Gefahr. Erdbeben. Noch was entbeben für Herzelein. Bion ist eigentlich sehr gut. Mal gucken. Natürlich, und jetzt? Hätte ich den Orden vorher anbringen sollen. Jetzt habe ich keine 25, sondern nur 20. Macht Sinn. Obwohl ich mich geheilt habe. Aber da. Ja, gut. Ich mal einmal super. Eben müsste reichen. Nidjans. Der ist auf dem Boden, also muss seine Verteidigung 0 sein.
Ich bin doch gesprungen. Oh Mensch. So, und den Rest macht Koopa. Da sind alle down. Noch am Anfang der Folge gesagt, Koopa benutze ich kaum noch. Jetzt hat er seine Chance. Den großen Auftritt. Da dran. Wahrscheinlich kann man demnächst höher springen. Oder wir kriegen einen Partner, der ein Aufzug ist. Da oben ist eine blaue Tür, da kommen wir aber noch nicht hin. Hier, das sieht doch so verdächtig aus. Als ob hier nichts ist. Aha. Wer bist du denn? Sieh mal einer an. Hallo, hallo, hallo. Rose, zu deinen Diensten. Du scheinst ja ein unternehmungslustiges Kerlchen zu sein, wenn du diesen Ort hier ausfindig machen konntest. Was ich hier mache, ich betreibe nur mein kleines Geschäft und kümmere mich um mich selber. Aber du, mein Freund, bist gerade auf das Glück deines Lebens gestoßen. Denn ich habe ein tolles Angebot für dich. Es ist etwas ganz Besonderes und kostet gerade mal 64 Münzen. Interessiert? Sternsplitter. Was hast du denn noch? Einmal kann ich es mir ja noch leisten. Lebenspilz. Gerne. Aber da habe ich mal genug Münzen. Lebenspilz ist gut. Warte, ist das Gebäude, was ich denke, dass das für ein Gebäude ist? Tatsache, der Lagerraum, der abgeschlossen war. Oh, guck mal, da sind wir doch mal direkt ins nächste Kapitel starten. Denke ich mal. Knospi kommt aus einem Land namens Blütenfelder. Man sagt, dass dieses Land in Schwierigkeiten stecken soll. Um zu den Blütenfeldern zu gelangen, benötigt man 4 Samen, die nur die Knospis besitzen. Aber wo sind die Knospis? Bitte Mario, du musst nach den Knospis suchen und die Samen von ihnen holen. Vielleicht kann dir Merlons Weisheit weiterhelfen. Spätestens jetzt hätte ich zurück zum Nimmernimmerwald gehen müssen. Wow, du hast mir den Samen gebracht. Vielen Dank. Ja, zuerst sah es so aus, als würden die Blumen einfach nur blühen, aber plötzlich erschien eine Tür. Von hier aus musst du zu den Blütenfeldern gelangen. Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Die Blütenfelder sind wegen Bowsers Horden völlig verzweifelt. Bitte, rette uns. Solange Colorado nicht dabei ist, kein Problem, aber erstmal geh schlafen. Ah ja, stimmt, ich muss ja erst reden. Hast du gut geschlafen? Erst wenn du dich ausgeruht hast, wird deine Reise viel einfacher sein. Definitiv. Andererseits bin ich vielleicht auch so fies und sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64.
mit dem 6. Kapitel. Bis dahin. Tüdelü.